Ja. Ich begrüße die ganz herzlich zum heutigen Abend. Freue ich mich, dass ich total weit hier gekommen bin. Es ist eben eine sehr schöne Veranstaltung, dass wir im Rahmen von Osteuropa Verlockungs hier heute unser Projekt vorstellen werden. Und zuerst möchte ich meine Gäste begrüßen, also auch Studenten, die hier oder wir Wiener das Projekt mitgetragen haben, sind auch Gäste von außerhalb. Wir haben hier in der ersten Reihe in den letzten Jahren drei Zeugen, mit denen wir auch Interviews geführt haben, die in Kürzene geboren sind und die auch in unserem Projekt von Anfang an beteiligt waren, Frau Rösschen Schmidt und dann Frau Novak. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie gekommen sind. Wir haben auch Gäste aus Polen heute. Es sind erstmal der Herr, der fotografiert, der Ideengeber des Projektes und eigentlich die Guten Morgen des ganzen Unternehmens, Frau Gustav Miketow aus Rolanda. Und sein Bruder, Dislav Miketow, begrüßen Sie auch ganz herzlich. Dann sind aus Gorgo Piotrowski aus der Bibliothek, aus der Notation Dienstag gekommen, die auch im Layout von Facebook mitgemacht hatte und die Rechtschreibung und so vielen Dank und begrüße Sie ganz herzlich. Fünf Personen, ja, die ganze Reihe unserer polnischen Gäste, sind aus Pyjane gekommen, also aus dem Dorf, das auch Gegenstand unseres Projektes war. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu unserer Veranstaltung. Witam Was ist ja serdecznie, nasze gości z Pyżan. Cieszę się, że Państwo przybyliście. I razem z nami chcecie dzisiaj tę uroczystość, jak powiem, obchodzić. Być może, ponieważ ja będę mówić po niemiecku, to poprosimy Olę, abyś tam pójść troszeczkę tłumaczyć. Ich werde Deutsch sprechen und wir machen hier eine Flüsterübersetzung, damit Sie auch mit der Verfolgung bringen. Ja, der Gastgeber unseres Workshops in Treblinka war Herr David Müller, der hier heute aufwärts ist, Schloss Treblinka. Und mit ihm Christoph Lund, war Koordinator unseres Projektes, Christoph Lund. Ich freue mich auch beide, dass Sie hier da sind und uns damit auch mal hier unterstützen. Von unserer tschechischen Seite haben wir nur eine Repräsentantin, Lutzka Lidova. Ich freue uns, dass sie auch hier zurzeit in Berlin, deswegen ist unsere tschechische Partnerin, eine der tschechischen Partnerin auch hier. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, und sonst viele, alle 10 und alle 11 Studenten, die von der Wiener an diesem Projekt beteiligt sind und die zum Teil auch heute noch vorstellen werden, sind auch da. Und Katrin Dobrich ist auch dabei, unsere Grafikerin, die die Ausstellung geleitet und mitkonzipiert und Design entworfen hat. Also wir freuen uns alle, dass Sie hier da sind. Wir haben es heute so geplant, dass es jetzt hier, damit Sie komfortabel sitzen können und sich ein bisschen umstehen, dass wir ein bisschen von diesem Projekt erzählen. Ich mache so eine Einführung der Darstellung und dann drei Personen, drei Studenten von unserem Projekt werden auch so bestimmten Einzelheiten mehr haben. Und dann werden wir Sie bitten, nach unten zu kommen und sich dann nochmal anzuhören, wie wir das die Aufstellung gedacht haben und was Sie eigentlich zeigen. So. Das ist ein Projekt gefördert von EU-Mitteln im Rahmen eines Projektes Europa für Bürger und Bürgerinnen. Und wir haben angefangen, eigentlich Ende des Jahres, es dauert ein ganzes Jahr lang, wurde im Rahmen des Sommersemesters unserer Universität als Seminar der Kulturgeschichte Vertiefung auch angeboten. Und das Projekt hieß, wie Sie hier auf diesem Buch und unten in der Ausstellung sehen, im Vordergrund stehen zwei Ortschaften, also Kowarki und Pyżany auf Polnisch und Kowarki und Zubele auf Deutsch. Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungsplatz erzwungene Migration. Und